Na, Männer, alles klar. 9. Februar 1942, kurz nach 9, bei ziemlich miserablen Sichtverhältnissen, es ist ziemlich neblig und finster, Sichtweiten liegen bei knapp 400 bis 500 Meter und U-48 stampft mit großer Fahrt durch Quadrat BB8426. Ich konnte die Einzelfahrer, auf die wir uns auf die Jagd begeben haben, noch mal ein bisschen genauer orten und auch die Kurse nachvollziehen. Das heißt, einer ist unterwegs in diese Richtung, ziemlich genau auf dieser Linie. Die letzte Horchpeilung war hier drüben bei Punkt 12. Deswegen werden wir auch gleich noch mal in den Keller gehen und rundhorchen lassen. Denn bei den Sichtverhältnissen werden wir den so schnell nicht zu sehen bekommen. Und der andere, naja, fährt auch grob in unsere Richtung, hat so einen Kurs hier. Letzte Horchpeilung hier bei Punkt 1. Der dürfte also auch schon deutlich weiter raus sein, vielleicht hier in der Gegend. In etwa würde ich das Ganze vermuten. Und wir befinden uns hier im Planquadrat 84, BB84, nicht allzu weit von Halifax entfernt. Also ich habe ja gesagt, wir wollen da noch ein bisschen Sightseeing machen. Deswegen passt das eigentlich für den groben Plan erstmal ganz gut, dass wir mal grob in diese Richtung uns bewegt haben. Also schauen wir mal, wir gehen direkt mal auf Tauchstation, beziehungsweise begeben uns nochmal ganz kurz auf die Brücke. Vielleicht haben wir Glück und man sieht vielleicht schon irgendwo eine Rauchfahne. Aber ich schätze mal, bei der Suppe haben wir da schlechte Karten. Einzelfahrer kann natürlich alles Mögliche bedeuten, von bis. Und wir hoffen natürlich mal, dass wir hier einen Frachter vorfinden, feindlichen Frachter, der idealerweise noch ein bisschen mehr Tonnage hat. Aber das ist natürlich jetzt hier kein Wunschkonzert. Also, was haben wir denn hier für Tiefen? Ja, da wird schon wieder auf jeden Fall problematischer, um die 100 Meter. Also so richtig wegtauchen kann man hier nicht, aber besser, ja, solange es dreistellig ist. Kapitän? Glaube ich, müssen wir uns da jetzt noch keine allzu großen Gedanken machen. Na schön. Dann schauen wir mal. Gehen wir mal in den Keller hinunter. Wechseln hier einmal durch. Periskop ist schon bemannt. Kartentisch ist bemannt. Aktuell stehen wir bei 67% Kraftstoff. Also auch da ist noch alles in Ordnung. Auch mit dem Proviant sieht alles noch gut aus. Also ich denke mal, wir können hier locker, gut und gerne, wenn alles gut geht, vielleicht eine Woche oder sogar zwei noch vor Ort sein. Je nachdem, wie sich das hier alles noch entwickelt. Ach ja, übrigens bezüglich Versorger, ich weiß halt, ich kann mich nicht erinnern, wie das genau im Spiel umgesetzt ist. Ob das praktisch datumsabhängig ist oder ob man tatsächlich erstmal irgendwie einen Teil der Kampagne, der aktuellen Paukenschlag-Kampagne beenden muss. Ich meine aber, es ist datumsabhängig. Und wenn ich es noch richtig auf dem Schirm habe, ging der erste Versorger irgendwann März, Ende März 42 raus. Und ich glaube, das ist schon datumsabhängig, dass der verfügbar wird. Also wir sind nicht mehr allzu weit davon entfernt und wir können davon ausgehen, dass wenn wir möglicherweise die nächste Feindfahrt auch wieder im Zuge von Paukenschlag unternehmen werden, dann werden wir sicherlich schon eine Milchkuh zur Verfügung haben, damit wir hier vor Ort nochmal Treibstoff übernehmen können, Aale und so weiter. So, jetzt müsste doch eigentlich langsam schon was zu hören sein. Maschinen sind schon abgestellt. Boot steuert 50 Meter. Wo haben wir sie denn? Ah, der ist schon hier drüben. Okay. Ja, wunderbar. Dann haben wir hier echt ein gutes Timing gehabt. Beziehungsweise unser Obersteuermann hat hier gute Arbeit geleistet. Perfekt gekoppelt. Wir sind also hier schon auf Angriffskurs. Wunderbar. Dann werden wir uns dem aber auf Seerohrtiefe annähern. Denn wir wissen ja noch nicht, mit wem wir es hier zu tun haben. Könnte natürlich theoretisch auch ein Neutraler sein. Wir machen nochmal den Kreiselkompass aus, in der Hoffnung, dass wir ein bisschen besser hören. Weil den hier, den wir hier geortet haben, da hätte ich auch ganz gerne noch den aktuellen Standort. Ja, wird er sicherlich, naja, wo wird der hinfahren? Man weiß es halt nicht. Ne? Kann ja auch hier unten irgendwie sein Ziel haben. Aber falls der auch Richtung Halifax geht, muss er ja irgendwann hier abbiegen, sozusagen. Aber den kriegen wir jetzt aktuell nicht zu hören. Okay, das wundert mich ein bisschen, dass wir den gar nicht zu hören bekommen. Nicht mal eine ungenaue Standortbestimmung.
Gut, Torpedo werden nachgeladen bzw. gewartet. Das macht auch ein bisschen Radau, aber kann eigentlich nicht so viel ausmachen. Na schön, gut. Der kommt hier schon recht nahe. Deswegen werden wir uns den natürlich mal hier aus der Nähe anschauen. Wir gehen auf Zero-Tiefe. Können auf den sogar schon anfangen, Kursberechnung zu erstellen. Wir schauen natürlich mal, falls der unbewaffnet sein sollte und feindlich, dann wird er natürlich mit der Artillerie versenkt. Ich möchte schon ein bisschen sparsam sein hier mit den Aalen vor Ort. Aber schauen wir mal. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus, beziehungsweise wir gehen auf langsame Fahrt. Können jetzt hier wieder ein bisschen sparsamer uns fortbewegen. So, Moment, Moment, Moment. Einmal stoppen. Das ist nämlich jetzt der andere. Okay. Scheint also seinen Generalkurs beibehalten zu haben. Ja, ungefähr so ein Ding halt, ne? Irgendwo auf diesem Korridor. Ja, das wäre natürlich nicht schlecht, weil dann können wir den als nächstes unter die Lupe nehmen. Wer der hier weiterfährt, haben wir hier gerade mal irgendwie knapp 20 Kilometer. Dann können wir den im Anschluss direkt uns ansehen. Gut, jetzt gehen wir erstmal näher dran, damit wir hier ein Lagebild bekommen. Wir müssen den halt irgendwie in Sichtweite bekommen. Nochmal Schiffsschrauben? Oder, das könnte aber tatsächlich nochmal ein anderer sein. Ich denke, das wird ein anderer sein, ne? Schauen wir mal. Schwer zu sagen, oder? Es ist nochmal der gleiche, weil halt der Standort so ungenau ist, dass das gerade die erste Peilung nicht gestimmt hat. Oder es sind tatsächlich zwei Einzelfahrer hier sehr nah beisammen, aber das halte ich für unwahrscheinlich. Wir schauen mal. Gut, wir gehen näher ran. Wir gehen auf große Fahrt. Sind ja ohnehin getaucht. Könnten hier natürlich auch auftauchen. In der Suppe werden die uns so schnell nicht entdecken, aber ich will jetzt hier mal kein Risiko eingehen. Schauen wir mal, ob wir so drankommen. So, okay, das passt schon wunderbar. Gut. Blick durchs Seerohr geworfen. Das richtig dicke Nebelsuppe hier. Wo ist er denn? Ah, da. Okay. In Spanien. Ja, verdammt. Wollen wir trotzdem vielleicht. Ich meine, hier sind wir schön weit ab vom Schuss. Ich würde mal an Bord gehen. Das machen wir dann im Schnelldurchlauf. Und vielleicht, wenn wir ganz viel Glück haben, hat der vielleicht ein bisschen Nahrung geladen. Ich weiß auch gar nicht, was passiert hinsichtlich Zwischenfall, Diplomatie und so weiter, wenn man den Leuten was klaut, sozusagen. Aber die Vorräte würde ich schon ganz gerne noch ein bisschen verlängern, wenn es irgendwie geht. Also, es wäre jetzt mal eine Überlegung. Wir gehen auf jeden Fall mal an Bord. Dann werden wir das Ganze hier ein bisschen beschleunigen, diesen ganzen Vorgang. Ihr kennt das ja alles. Das ist jetzt nicht so übermäßig spannend. Und dann schauen wir mal. So, haben wir schon jemanden auf der Brücke? Wir sind aufgetaucht. Herr Kaloy. So, Schrewe begibt sich soeben auf die Brücke. Gut, er hat noch nicht gefunkt. Wir schalten hier mal alles wieder zu. Na gut, dann werden wir da mal übersetzen. Sind wir schon nah genug dran? So, fahren hier mal Parallelkurs. Oh, lassen wir uns mal blicken. Prisenkommando entsenden. Alle Maschinen stopp. So. Interaktion. Gut. Prisenkommando zum Frachter. Haben wir einen spanischsprachigen? Moment, das sieht man doch hier. Portugiesisch wäre das. Wir haben keinen spanischsprachigen, ne? Er wäre sowieso zu müde. Ja, das ist ärgerlich. Wir haben sowieso, was Fremdsprachenkenntnis angeht, ist das hier alles recht überschaubar. Mit Händen und Füßen vielleicht dann eher noch portugiesischsprachig, aber Spanisch haben wir hier leider nicht dabei. Okay, dann senden wir trotzdem den Schneider mal. Ja, den Alten höchstpersönlich. Viel hilft viel. Wir senden den Schrewe auch noch mit rüber. Der ist ja noch relativ neu, dann kann der auch noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Und vielleicht. Ach, haben wir gar kein Gewehr dabei? Das wundert mich ja. Okay, gut, aber ich meine, das macht, glaube ich, auch wirklich keinen Unterschied. Wir setzen da jetzt trotzdem mal mit vielen Leuten über, einfach um ein bisschen Eindruck zu machen hier. So, Prisenkommando. Übersetzen.
geht ja recht zügig. Und dann schauen wir mal, was der gute Mann zu sagen hat. Wir fragen natürlich nach den Frachtpapieren. Ah, der kann sowieso Deutsch. Gut, sehr gut. Sie bitten den Kapitän um die Dokumente, in denen die Ladung seines Schiffes und sein Bestimmungsort aufgeführt sind. Auf dem Weg nach Halifax und hat Lebensmittel an Bord. Es scheint, dass dieses Schiff mit blockierten alliierten Häfen Handel treibt und es ist ein fairer Preis für sie, es zu versenken. Ja, sehr gut. Wir haben so einfach ging es, glaube ich, noch nie. Wir haben nachgewiesen, dass dieser Frachter in Kriegsaktivitäten verwickelt ist. Wir können ihn versenken, ohne einen internationalen Zwischenfall zu riskieren. Werden wir natürlich machen. Allerdings durchsuchen wir erstmal. Und das dauert ja ein bisschen, deswegen machen wir hier einen kleinen Cut. Ja gut, Lebensmittel. Es ist halt Kaffee ohne Ende und Getreide. Ich fürchte, damit können wir nichts anfangen. Also wir haben ja keine Bäckerei an Bord. Wir können ja kein Brot backen. Und den Kaffee, das können wir uns, glaube ich, komplett sparen hier. Ne? Das bringt uns einfach nichts. Ich hatte halt gehofft, dass hier tatsächlich Nahrung an Bord ist, die wir verwenden können für die Kombüse. Ja, das ist ärgerlich. Na gut, dann befehlen wir jetzt die Evakuierung. Und ob sich Getreide zu übernehmen oder Kaffee, das lohnt sich ja nicht, ne? Gut, wir befehlen die Evakuierung. Ja, gut. Aber ich meine, wir sind schon noch gut ausgestattet. Da müssen wir uns jetzt noch keinen Kopf machen. Ich hätte jetzt drüber nachgedacht, vielleicht irgendwie ein bisschen was über Bord zu werfen oder halt das nochmal in der Mannschaft umzuverteilen, dass wir hier einen Slot frei bekommen, wenn jetzt wirklich irgendwas Sinnvolles dabei gewesen wäre. Aber den Kaffee und ja, das kann man sparen. Also zurück zum Boot und dann wird das Ding versenkt. Oder wir haben jetzt schon Evakuierung, haben wir schon befohlen, ne? Genau. Dann kehren wir. Oder können wir noch irgendwo hingehen, wo es interessant sein könnte? Maschinenraum. Ja, das bringt uns alles nichts, ne? Nee, wir. Zurück zum Boot. Wir haben jetzt keinen Pionier dabei, das macht aber auch nichts. Den können wir auch einfach mit der Bordkanone versenken. Kostet ein bisschen Munition, aber damit können wir schon leben. Außerdem ist Versenken mit Pionier, naja, ist halt recht unspektakulär, würde ich mal sagen. Ein bisschen was wollt ihr auch zu sehen bekommen hier, ne? Wir halten hier noch so ein bisschen Abstand. Was haben wir denn hier? Gut, ich meine, er hat Getreide und Kaffee geladen. Da wird nicht viel explodieren können. Aber sicher ist sicher. Da gab es doch bestimmt auch irgendwie so eine Art Dienstanweisung, mit wie viel Abstand man ein Schiff versenken darf oder unter Feuer nehmen darf, generell. So, hier einmal alle Maschinen. Stopp! Ah, wir schnappen uns den Suchen. Suchen darf das hier einmal über die Bühne bringen. Klar machen zum Artilleriebeschuss. Na gut, hätte schlimmer kommen können, also. Schien ja auch keine Anstalten zu machen, uns hier irgendwie eine Geschichte vorzutragen. Das war ja alles wirklich super schnell klar. Von daher schicken wir den jetzt Richtung Meeresgrund. So, den werden wir einmal hier kurz. So. Hat ihr schon gut was abbekommen hier, schaut mal. Aber gut, das ist auch nur ein 3000, aber ich glaube, dass der jetzt schon absäuft, kann es sein. Wir warten mal ein Stückchen ab. Balken geht runter. Ja. Sicherlich hätte der Smooth schon was machen können aus dem Getreide. Vermute ich mal. Aber das gibt die Spielmechanik halt nicht her. Ich denke, man kann wirklich auch nur die Sachen in die Kombüse packen, die man halt auch käuflich erwerben kann. Und das sind nun mal die ganzen Sachen, die wir kennen. Dosen, Nahrung und Wurst und so weiter. Ja gut, also ich denke, der säuft ab. Das war schon 2 Schuss. Sauber. Wir setzen direkt schon mal wieder Kurs. Und zwar geht's dann natürlich mal in diese Richtung runter. Erstmal bis hierhin, da werden wir nochmal horchen und schauen, ob das wirklich nur einer ist oder vielleicht doch zwei. Herr Kaloy. Ja, ich denke, den Posten kann man wieder verlassen hier. Der dürfte gleich untergehen. Nicht schlecht, Herr Specht. 2 Schuss. Und der Kahn säuft ab. Die haben mal ordentlich gesessen. Und wieder ein bisschen extra Tonnage. Ohne jede Gegenwehr.
So, wie schaut's aus? Ist gleich soweit. Beide Maschinen langsame Fahrt voraus. Werfen wir noch einen kurzen Blick drauf. Navajo. Navajo, glaube ich, sagt man, oder? Monte Navajo. Ein stilles Ende. Aber so ist es nun mal. Ist ja alles mehr oder weniger friedlich über die Bühne gegangen. Keine unnötigen Höflichkeiten ausgetauscht, aber auch keine unnötige Aggression. Gut. Alles klar. Wir werden das einmal durchfunken. Und uns zügig mit halber Fahrt hier in diese Richtung begeben. So, das können wir auch noch mal durchgeben hier. Okay. Haben wir auch gut geschrieben bekommen hier für Paukenschlag, ne? Ja, das wäre natürlich jetzt auch das erklärte Ziel, dass wir jetzt nochmal 20.000 auf jeden Fall einsacken, damit wir hier auf die 50.000 kommen. Denn dafür gibt es auf jeden Fall eine Milchkuh. Also eine weitere Milchkuh, die dann auf der Karte mit aufploppt, sobald die Milchkuh generell verfügbar wird. Und für jede weitere Stufe kriegen wir nochmal eine Milchkuh, die man dann ja jeweils versetzen kann. Und das macht solche Operationen in entfernten Gewässern natürlich dann schon deutlich, komfortabler, könnte man sagen. Erhöht einfach unsere Einsatzzeit. So, den brauchen wir eigentlich gerade auch nicht. Der kriegt auch nochmal eine Ruhepause verordnet. Ja, trotzdem Kartentisch, Kursbestimmung und ein bisschen auf Sparsamkeit gehen. Wobei, wir sind noch gut aufgestellt. Also bei 50% müssten wir langsam drüber nachdenken, ne? Aber das kann man auch noch mit E-Maschinen, kann man das auch noch ein bisschen strecken. Geht schon. Okay, dann nächster Schritt. Wir begeben uns einmal in diese Position hier. Mal so mitten rein, würde ich sagen, zwischen die beiden Kurse, die wir. Aha, jetzt geht die Sichtweite aber ordentlich hoch. Da schauen wir aber nochmal auf die Brücke, bevor wir hier rundhorchen lassen. Weil die ist jetzt die maximale Sichtweite. Da haben wir jetzt 26 Kilometer. Okay, das ist also, der Nebel hat sich verzogen. Es hat ordentlich aufgeklärt. Sehr gut. Und von Fliegerei, da gehe ich jetzt einfach momentan gar nicht von aus, weil da hat sich noch überhaupt gar nichts getan. Obwohl Luftwaffenstützpunkt nicht allzu weit entfernt wäre. Okay, ich hätte jetzt schon vermutet, dass wir schon irgendwo Sichtkontakt haben. Irgendwo an der Kimm. Aber da tut sich noch gar nichts. Deswegen. Nichts. Gut, dann lass mal tauchen. Einmal rundhorchen. Tiefe bei 100, 140 Metern. Okay. Es wird hier immer noch angezeigt, dass es irgendwie immer noch schmuddelig ist. Wir schauen aber ganz kurz rein in die Dienstpläne. Wo haben wir denn hier die Reinigung? Ich habe da ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet. Wird das hier irgendwo explizit oder muss man das bei den Dienstzeiten? Nee. Einsatztrupps, das ist ja jeweils hier die Matrosenzuteilung. Das Beruhigen, beobachten, Kursbestimmung, Kartenspiel, Munitionsnachschub, Beschuss, feindliche Einheiten, die Torpedogeschichten, Reparaturen. Das ist hier aber nicht. Ich sehe es zumindest nicht. Kocherei, Ruhepause. Also Reinigungsarbeiten sehe ich jetzt hier nicht und in der Übersicht haben wir da auch nichts drin. Ah, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Oder hier bei der Matrosen. Ach, bei der Matrosenübersicht ist es natürlich drin. Okay. Reinigung. Ja, dann drehen wir das halt einfach mal so ein bisschen hoch, oder? Lassen wir die auf jeden Fall auf höchster Priorität. Rudergänger. Gehen wir vielleicht mal F5, wenn wir ihm geben. Zentrale Maat. Ein- und Ausschalten von Geräten. Geben wir ihm mal eine 5. Oh, 35. So, jetzt kam aber schon die erste Meldung, glaube ich. Machen wir das mal so. Ich meine, das wird sich jetzt nicht.
Das kann man nicht vorstellen, dass ich das so... Naja, wobei, doch, hier sieht man es ja. Verschmutzte Stationen minus 4. Also dadurch sinkt die Moral schon. Aber jetzt schauen wir mal, ob sich das ändert, wenn wir es auf 5 gestellt haben. Sonst drehen wir es halt vielleicht noch ein bisschen hoch. Okay, sehr gut. Das ist ja hier gleich... Moment, wo sind wir? Ah, okay, der ist schon weiter raus. Scheint aber dann wirklich nur ein Einzelfahrer zu sein, ne? Ich habe ja so ein bisschen die Vermutung, dass die vielleicht zu zweit sind. Auf jeden Fall flott unterwegs. Legen Sie den Kurs an. Bestätigt. Gut, dann werden wir wieder auftauchen lassen. Und hinterher, Männer. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Sollte Überwasser mit Diesel eigentlich erstmal genügen. So, Boot ist aufgetaucht. Druckluftreserven füllen. Ah, wir gehen noch große Fahrt. So. Schau mal. Wird denn hier jetzt vielleicht schon irgendwie gereinigt? 10:52. Ah ja, sehr gut. Na gut. Ich weiß, sieht man das eigentlich optisch? Das wäre interessant, oder? Wenn man jetzt die Priorität so in dieser Mannschaftsverwaltung mal komplett runterdreht und das Ding einfach nie geputzt wird, bis es irgendwann völlig versifft ist, ob das dann auch optisch hier zu sehen ist, ob es dann wirklich so richtig verdreckt ist. Könnte ich jetzt gar nicht sagen, weil ich habe halt jetzt nicht einen Vorher-Nachher-Vergleich, aber hier ist schon ganz schön schmuddelig. Kann schon sein, dass es daher kommt. Man sieht das aber jetzt hier auch nicht irgendwie, ne? Also ich habe praktisch keine Anzeige für den Verschmutzungsgrad, in welchen Abteilen das tatsächlich der Fall ist. Aber wir warten jetzt einfach mal. Der ist ja jetzt, schwingt ja schon sein Besen hier. Der wird er schon in Ordnung bringen. Na schön. Ja, ein bisschen hinterher. Große Fahrt sollte wohl genügen und dann sollten wir den sowieso bald schon zu sehen bekommen. Eine Horchpeilung war ja hier irgendwo in dem Bereich. Theoretisch sollten wir den jetzt eigentlich schon sehen. Irgendwo hier vorne. Ja, aber auch nicht. Na, ja, okay. Dann einmal bitte, wir werden die Maschinen hier nochmal bestücken und dann gehen wir einfach, wir gehen mal auf AK. Ich möchte jetzt näher dran kommen. Schnellstmöglich. So, so, so. Beide Maschinen äußerste Kraft voraus. War natürlich auch jetzt keine super genaue Standortmeldung. So, stopp. Das muss jetzt aber reichen, oder? Hier müsste der links zu sehen sein. Wo ist er denn hin? Weggezackt, abgebogen, Kurs geändert. Überholt werden wir ihn jetzt nicht haben in der Kürze der Zeit. Einzelfahrer kann natürlich auch wirklich schnell unterwegs sein, aber wir waren jetzt auch auf AK-Fahrt. Ich fürchte, wir müssen nochmal tauchen. Moment, eine Sache noch. Nicht, dass der hier vielleicht tatsächlich genau vor dem Masten hier sich befindet, irgendwo da vorne, aber... Moment. So. Ja, dann nochmal runter. Hilft ja nichts. Wo ist denn der hin, sag mal? Das ist alles sehr merkwürdig. So. Und hier ist es jetzt natürlich auch extrem seicht. Das müssen wir auf dem Schirm haben. Da müssen wir zusehen, dass wir hier wieder wegkommen. So, wo ist er denn? Maschinen sind schon abgestellt. Vom Erdboden verschluckt. Wir warten mal einen Moment. Rätselhaft. Wo ist denn der hin? Wo ist der Bruder hin? Kreiselkompass aus. Da! Doch schon so weit weg. Ist der so schnell unterwegs? Okay. Horchpeilung hier. Kurs. Hier. Diese Richtung. Junge, der hat's eilig. Wir dann sofort wieder hoch. Beide Maschinen äußerste Kraft voraus.
Dieselmaschinen laufen. Horchpeilung war hier. Hinterher ballern. So. Jetzt ist die Meldung auch verschwunden. Das heißt, Kapitän? Putzerei ist jetzt auch fertig, oder? Sieht das jetzt besser aus? Ich glaube, das sieht man optisch nicht, oder? Kann hier keinen Unterschied erkennen. Ein bisschen Wasser ist schon wieder in der Zentrale. Schmeiß mal... wobei. Alle Abteile trocken. Schmeiß mal sie trotzdem mal an. Kreiselkompass. Kompressor braucht man nicht. Lenzpumpe. So, jetzt muss er aber langsam mal hier auftauchen. Das gibt's ja nicht. Was machen die eigentlich alle? Okay, Moment. Die haben jetzt nur die Befehle durchgeführt. Der Alte geht wieder auf die Brücke. Klunk. Deckel zu. Unterstützung. Zähe Nummer. Wo ist denn der hin? Ist der so schnell unterwegs? Dann ist das aber, glaube ich, einer der schnellsten, die wir je hier gejagt haben. Und der müsste ja, wenn dann, irgendwo direkt vor uns sein. Überholt haben wir den garantiert nicht. Das hätten wir mitbekommen. Das ist ja rätselhaft. Okay, ich hoffe mal, das ist euch nicht zu langweilig. Aber da... Das ist tatsächlich ein bisschen rätselhaft. Ah, stopp, stopp. Ach, schade. Da ist er. Ist er das überhaupt? Schaut mal, der fährt jetzt einen ganz anderen Kurs. Der kam jetzt... Oder er ändert halt jetzt in dem Moment seinen Kurs. Das wissen wir nicht. So, schon irgendwas zu erkennen? Frachter. Nationalität unbekannt. Wir gehen näher dran. Sieht mir jetzt aber nicht nach einer US-Flagge aus oder ähnliches. Irgendwas Bläuliches, würde ich vermuten. Aber es ist halt jetzt um 90 Grad gegen den Kurs, den wir beobachtet haben durch die Horchpeilungen. Aber es kann natürlich schon sein, dass der jetzt hier abbiegt. Aber das wäre ein merkwürdiger Kurs, oder? So nach Halifax würde wenig Sinn machen. Also kann sein, dass das auch einfach ein anderer ist, der uns jetzt zufällig hier noch begegnet. Aber das, den hätten wir eigentlich hören müssen. Also das ist gerade auch wieder ein bisschen komisch. So, da haben wir die Rauchfahne. Das ist, ein Kriegsschiff. Scheiße. Ja gut, mit dem legen wir uns nicht an. Das macht einfach keinen Sinn. Das ist den allen nicht wert. Natürlich irgendwie als gutes strategisches Ziel, aber die Tonnage zählt halt dann nicht. Und wir wollen ja auf die 50.000 kommen. Ein einzelfahrender Zerstörer. Das bringt nichts. Wir gehen runter auf Seerohrtiefe. Und dann horchten wir auch nochmal. War das wirklich der, den wir jetzt die ganze Zeit verfolgt haben? Kann das wirklich sein? Na gut, wenn es ein Kriegsschiff ist, okay. Die fahren natürlich jetzt nicht unbedingt sture Kurse von A nach B. Die können ja alle möglichen Aufträge haben. Und vielleicht sind wir auch nicht das einzige Boot hier draußen. Und vielleicht ist der einfach hier auf Suchkurs, fährt Patrouille, was auch immer. Für einen Frachter hätte es jetzt keinen Sinn ergeben, aber für ein Kriegsschiff natürlich schon. Alle Maschinen stopp. Bringen wir mal schön Ruhe ins Boot, nicht, dass die uns hier noch orten. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht doch noch hier irgendwo eine Horchpeilung bekommen. Aber dann wird er das wohl gewesen sein hier. Okay. Damit wäre das Rätsel gelöst. Schade eigentlich. Ne, kommt keine weitere Horchpeilung rein. Gut, dann werden wir so machen. Wir machen auch wieder eine kleine Pause, kleine Unterbrechung und ich schipper erstmal grob Richtung Halifax. Dann werden wir hier nochmal rundhorchen lassen. Ich werde einen Kurs ansetzen, dass wir ihm hier nicht in die Quere kommen. In etwa so ein Ding hier. Und dann schaue ich, dass ich hier nochmal eine Position finde, wo man... Ja, hier wäre es schon gar nicht so schlecht. So um die 200 Meter, da können wir auf jeden Fall noch gut operieren und wegtauchen bei Bedarf. Und dann werden wir uns hier nochmal umhören und falls nichts daherkommt, schleichen wir uns mal Richtung Halifax und schauen uns das mal an. Kann sein, dass wir enttäuscht werden, wenn der Hafen einfach, also praktisch noch nicht fertig gebaut wurde und immer noch ein Platzhalter ist, aber wir schauen einfach mal. Und zur Not, also ich meine, im Zweifelsfall haben wir dort zumindest gute Chancen, auf Schiffe zu stoßen, weil ne, logischerweise fahren die dort ja zahlreich los. Kann auch sein, dass wir da einen ganzen Konvoi nochmal treffen, also ich denke... Das ist eine ganz gute Idee. Gut, dann bis gleich.
Glück muss der Mensch haben. Hier, der Horchposten hat soeben jede Menge Schraubengeräusche gemeldet. Es sieht so aus, dass wir hier zwei ganze Geleitzüge ganz in der Nähe haben und einer ist wirklich ganz nah dran. Zur Übersicht. Lagebild. Einen haben wir hier drüben geortet. 10 bis 22 in diese Richtung ungefähr habe ich grob den Kurs ausmachen können. Und der hier drüben, 8 bis 18, fährt uns also praktisch mehr oder weniger direkt entgegen. Der ist noch knapp 16 Kilometer entfernt, 15 Kilometer. Das heißt, wir müssen uns hier eigentlich nur in Position begeben und uns auf die Lauer legen. Ach, hier drüben ist nochmal 6 bis 13. Na, das werden Kriegsschiffe sein. Da bin ich mir fast sicher. Schippern hier die Küste entlang. Schauen wir auch mal ganz kurz den Generalkurs an, wenn wir das orten können. Okay, die scheinen hier irgendwie die Küste entlang zu fahren. 6 bis 13 ist halt nur erfahrungsgemäß. Meistens sind das Kriegsschiffe. Aber kann natürlich auch was anderes sein. Ist nur komisch, dass ich Krieg... Naja, wobei, ist das komisch? Aber wenn hier zwei fette Konvois unterwegs sind, dass die Kriegsschiffe hier so nah an der Küste fahren und nicht irgendwie ein bisschen näher dran vielleicht für den Bedarf, wenn sie eingreifen müssen. Theoretisch müssten die ja wissen, dass hier ein deutsches Boot irgendwo operiert. Naja gut, wie dem auch sei, wir warten natürlich einfach jetzt ab, dass der Konvoi uns hier entgegenkommt. Und Halifax ist jetzt auch nur noch 170 Kilometer knapp entfernt. Na schön, wir gehen erstmal auf Zero-Tiefe, vielleicht sehen wir ja schon was. Und anschließend nochmal hoch, um etwas Luft zu schnappen. Und dann werden wir die einfach in Empfang nehmen. So, sind wir schon auf Zero-Tiefe? Ist noch keiner ans Zero gegangen. Dun, 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 dun. Wie machen wir es denn? Wir machen das einmal so. So, Zero-Tiefe ist erreicht. Ah, da können wir locker nochmal hochgehen, oder? Das denke ich schon. Hm, Sichtweite, check. Es ist wieder deutlich schlechter geworden. Aber immer noch ganz gut für einen Angriff. Mieses Wetter. Also selbst wenn hier Luftwaffe ein Thema werden sollte, dann zumindest nicht jetzt. Bei dem Sauwetter werden die nicht starten. Können wir hier schon was erkennen? Müssten ungefähr auf 90 Grad sein. Nee. Gut, dann gehen wir nochmal hoch. Auftauchen. Nochmal schön durchlüften. Herr Kaloy. Nochmal die Verdichter anwerfen. Ja, und dann geht der ganze Spaß von vorne los. Nochmal, ja, erstmal das ganze Ding in Augenschein nehmen, identifizieren, Formation bestimmen, Frage, Außensicherung, schauen, wie viel Tonnage da so rumschippert, Fragezeichen, dicke Pötte, Fragezeichen und so weiter. Und dann schauen, dass wir in eine Schussposition kommen. Es ist mitten am Tag, ne? Es ist 9.06 Uhr und es ist fast stockfinstere Nacht mit dem üblen Wetter hier. Sehr, sehr wechselhaftes Wetter hier momentan, ne? Na gut, wahrscheinlich der Jahreszeit geschuldet. Anfang Februar. Deckel zu. Gut. So, ich frage, sollen wir hier einfach stehen bleiben? Alle Maschinen stopp. Wir warten vielleicht mal einen Moment. Ja, wobei, Maschinen jetzt wirklich komplett zu stoppen, dann sollten wir hier eigentlich ein ziemlicher Spielball werden hier mit dem Wellengang. Und eigentlich müssen wir horchen, wir müssen schauen, wo diese genau sind. Also wir müssen hören, wo die genau sind. Deswegen gehen wir direkt wieder runter auf Zero-Tiefe. Alles andere macht hier wenig Sinn. Sonst wären wir am Ende noch hier überrascht. Also runter. So, und jetzt hier nochmal Ruhe. Dieselkompressor läuft noch, um Himmels Willen. Aus mit dem Ding. Vermutlich ein Geleitzug. So, das ist er hier drüben. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Ja, ist die Position jetzt schon wieder ein bisschen gewandert. Wir wissen es halt noch nicht genau. Aber mit kleiner Fahrt werden wir ihm erstmal ein bisschen entgegenschippern. Dem vermuteten Standort. Noch mehr Schiffsschrauben, das sind dann... Okay, gleiches Lagebild.
Mhm. Na gut, dann werden wir uns jetzt hier noch ein bisschen in die Nähe begeben, beziehungsweise, okay, da kommt jetzt schon der erste in Reichweite. Was haben wir hier noch für Distanzen? Wir könnten nochmal auftauchen, um Luft zu schnappen. Ich habe halt schon am liebsten, bevor wir einen Angriff starten, maximale Luftqualität einfach. Ja, wir gehen nochmal ganz kurz hoch, bevor wir auf Tauschstation gehen. Position ist eh schon wunderbar. Wir müssen nur hier einschwenken, dann tauchen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das die äußerste Linie ist. Muss natürlich nicht so sein. Irgendwo wird ja auch noch Außensicherung rumschwimmen. Aber dann hätten wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen Abstand. Schauen wir mal. Da ist schon irgendwas zu erkennen. Näher dran. Oh, ganz, ganz schwierig. Bringt uns hier in irgendein Filter etwas? Ach, hier haben wir gar keinen Filter drin, oder? Kann das sein? Nee. Nee, aber normalerweise, zumindest müsste man die Rauchfahnen sehen und da kann ich noch gar nichts erkennen. Moment, zack. Nochmal kontrollieren. Ja, müsste schon hier drüben irgendwo sein, ne? Nichts. Feindlicher Zerstörer auf. Okay, Zerstörer gemeldet. Das sind aber normalerweise Sichtkontakte. Nee, ist kein Sichtkontakt. Okay. Vorausfahrender Zerstörer. Ja, sollen wir vielleicht doch gleich unten bleiben? Ich meine 86%. Ja, das sollte schon genügen. Dann bleiben wir gleich unten. Gut, ist, glaube ich, der schlauere Plan. Und wir fangen schon mal an, hier ein bisschen zu rechnen. Wir richten uns noch so ein ganz klein bisschen aus. So, und jetzt stopp. Jetzt müssen wir sowieso erstmal hier vernünftiges Lagebild bekommen. Und schauen, wo sich die restliche Außensicherung aufhält. Ihn brauchen wir gerade. Wir machen auch den Alarm nochmal aus. Alarm abgebrochen. Genau. Kreiselkompass aus. Das lassen wir sie erstmal aufkommen. 8 bis 18. Wo sind die anderen Sicherungsfahrzeuge? Das sieht erstmal gut aus. Was die Formation angeht, da könnte man in die Mitte rein. So, da kommt das nächste Sicherungsfahrzeug, fährt hier hinterher. Herr Kaloy? So, und das ist auch ein Liberty, auf dem wir gerade rechnen. Das wäre natürlich schon mal ganz hervorragend. Auch hier auf jeden Fall werden wir hier zusehen, dass wir uns die dicken Pötte vorknöpfen. Da sehe ich auf den ersten Blick nur zwei. Hier genau in der Mitte. Die beiden. Aber die anderen werden wir uns natürlich auch noch ein bisschen genauer ansehen. Dann lassen wir ihn hier noch. Ja, wir müssen langsam, wir müssen ein bisschen näher dran natürlich. Das hilft alles nichts. Das müssen wir jetzt einfach riskieren. Tiefe ist hier bei, ja, fast ja, um die 250, sagen wir mal. Können wir also auch noch ganz gut operieren. Ja, nicht ideal, aber auch nicht so schlecht. Das geht schon klar. Haben die wirklich nur zwei Sicherungsfahrzeuge? Da ist garantiert noch mindestens ein drittes hier drüben irgendwo. Gut. Wir gehen langsam ran an den Konvoi. Wir müssen fast noch ein bisschen hoch mit der Fahrtstufe, auch wenn das jetzt langsam ein bisschen riskant wird. Aber normalerweise, hier ist ja schon recht viel Radau in dem Bereich. Und wenn wir uns da noch ein bisschen annähern, kriegen die uns vielleicht nicht eingepeilt. Ganz kurz auf halbe. Wir saugen uns hier mal ran. So. Okay, dann werden wir ihn hier mal dazu nehmen. Sind die Aale klar? Dann würde ich jetzt Alarm auslösen. Alle Aale sind soweit klar. Alle Mann auf Gefechtsstation. Der Alte kriegt Befehlsgewalt in der Zentrale mit voller Unterstützung. Sichtweite steigt.
Torpedolösungen sind jetzt gefragt. Bisschen näher ran noch. So. Gut, gut, gut. Kapitän? Lucille M. Und wir sind schon bei über 50% ausgezeichnet. Den können wir auf jeden Fall angreifen. Bei den anderen... kann man da schon irgendwas erkennen? Oh ja. Mhm. Oh, den hätte ich gerne. Den hätte ich gerne. Needless to say, glaube ich, kann man sagen, oder? Ihr habt gesehen, mit wem wir es hier zu tun haben. Jetzt ist die Frage, könnten wir es uns erlauben, dass wir zusehen, dass wir hier mitten reinkommen und dann beide gleichzeitig unter Beschuss nehmen? Oder tatsächlich... Ah, wie machen wir es denn? Wie machen wir es denn? Ah, ich weiß noch nicht, aber der fährt uns halt jetzt direkt vor die Rohre, deswegen sollten wir den auf gar keinen Fall, also ich den Plan jetzt wieder über den Haufen werfen. Bis der hier jetzt gleich in einer guten Position ist, haben wir, glaube ich, genügend, das ist der Kurs, die Torpedolösung hoch genug, dass wir auf ihn auf jeden Fall feuern können. Und dann schauen wir aber, dass wir ihn noch danach mitnehmen, wenn es irgendwie geht, weil der fährt ja auch in diese Richtung weiter. Wir müssen uns nur nach vorne bewegen und vielleicht machen wir es sogar mit einem Zaunkönig. Hier ist noch eine Außensicherung. Okay, zu dritt sind sie. Erstmal. Und das sind auf jeden Fall die schönsten Ziele, die beiden hier und vielleicht er hier drüben auch noch. Ja, wäre auch nicht schlecht. Ja, ja, ja. Okay, wir können ja immer noch ein bisschen, wir haben noch ein bisschen Zeit, wir können noch ein bisschen näher dran gehen. Ihm können wir, glaube ich, keinen weiteren zuteilen, ne? Können wir jetzt nochmal einen abziehen? Bei ihm hier bringt es eh nichts. Ah, bei ihm aber auch nicht. Kapitän. Bei ihm auch nicht. Mhm. Na gut, dann, ja, versuchen wir jetzt mal unser Glück. Wir schießen auf der Liberty, auf die Lucille M. Das ist er hier, 7220 Bruttoregistertonnen, Tiefgang 7,2. Wir werden schauen, dass wir das mit dem Aufschlagzünder lösen auf 6 Meter oder vielleicht sogar 6,5. Wir nehmen 6,5 und anschließend werden wir ihn hier noch anlaufen und schauen, dass wir den vielleicht auch noch mitnehmen können. Wenn wir schnell genug Kurse hinbekommen oder sogar uns in so eine Position begeben, dass wir nochmal mit einem Zaunkönig operieren können. Aber da müssten wir ihn praktisch, da müssten wir einfach nah dran, dass sich der Zaunkönig auch wirklich nur auf ihn ausrichten kann. Da schauen wir jetzt mal. Also, ihn werden wir tatsächlich aus nächster Nähe aufs Korn nehmen. 80%. Das muss genügen. Locker. 6,5 Meter haben wir gesagt. Gut. Naja, dann wollen wir mal. Schrecken wir den Haufen hier mal ein bisschen auf. Machen wir ein bisschen Radau. T3, T3, T1, T3. Zaunkönig, glaube ich, haben wir ja hinten noch einen. Und ich meine noch einen in Reserve. Bin mir aber gar nicht so sicher. Nehmen wir erstmal den T1. Den kann man nämlich schneller laufen lassen. Ja, wobei, das will ich gar nicht, ehrlich gesagt. Der muss nicht schnell laufen. T3. Torpedotiefe 6,5. Aufschlagzünder. Jetzt wird es auch höchste Eisenbahn. Rohr 1. Los. So, und dann einfach auf ihn hier weiter zuschippern. Bisschen Kursberechnung läuft ja schon. Und dann kriegen wir den auch gleich in Sichtweite. Und hoffen mal, dass der jetzt hier ein guter Treffer wird. Ansonsten können wir ihm auch direkt noch einen zweiten hinterherjagen. Kein Problem. Kapitän. So, Zerstörer ist schon ein gutes Stück weit vorne. Der muss ja dann eh erstmal drehen. Also vielleicht ist das Zeitfenster noch groß genug, dass wir ihn hier noch angreifen können. 30 Sekunden. Das wäre mehr als wünschenswert. Dann bin ich hier voll zufrieden. So. Ihr dürft es gleich krachen. Sollte es
so Gott will. Jawohl. Das sah schon ganz gut aus. Da gibt schon ein Notsignal. Eieiei. Ich erinnere nochmal, es ist vormittags. Sieht aus wie stockfinstere Nacht. Krass wechselhaftes Wetter, ne? Vorhin erst, oder letzte Folge, glaube ich, ähnliche Uhrzeit und es war Urlaubsgefühl. Und jetzt hier Nordatlantik-Feeling um Mitternacht. Oh, da steht aber ordentlich entlang hier. Oh, hör mir auf. Ich denke, das wird auch direkt gereicht haben, ne? Spektakulär. Spektakuläres Bild. Okay, der säuft ab. Der säuft direkt ab. Ich schätze mal, der Zerstörer wird schon am Wenden sein. So, jetzt geht's drum. Beide Maschinen große Fahrt voraus. Distanz zum Tanker verkürzen. Und Tanker kommt in Sichtweite. Das ist er hier. Dale-Klasse. Sehr schön. Was haben wir hier eigentlich für einen? Noch nicht identifiziert. Ja, okay, gut. Können wir uns sparen. Solange wir sie uns aussuchen können und nicht unendlich viele Aale haben, wird er unser nächstes Ziel. So, er dreht. Er hat sich auch schon in unsere Richtung orientiert. Das heißt, wir schauen, dass wir diesen Angriff jetzt noch hier über die Bühne bekommen. Und dann heißt es ab in den Keller. So, der zackt uns jetzt praktisch direkt vor die Rohre. Wir haben die Distanz aber schon auf unter 1000 Meter verkürzt. Könnte also gut funktionieren. Können wir auch direkt mit der Fahrtstufe runtergehen. Einfach ein bisschen weniger Radau machen. Sind die Aale noch warm? Was für eine Frage. Sind die Aale noch warm? So. Sieht gut aus. Nachgeladen wird gerade nicht, weil Alarmzustand herrscht. Schauen hier trotzdem. Ach, wir haben tatsächlich. Das sind jetzt die letzten drei. Deswegen wird nicht nachgeladen. Wir haben also wirklich nur noch einen Zornkönig. Und insgesamt nur noch vier Aale. Dann hoffen wir mal, dass der nächste auch gut sitzt. So, müssen wir jetzt schauen. Kursberechnung läuft. Wir schließen natürlich weiter auf. Verkürzen die Distanz und müssen jetzt auch die Zacks abwarten. Kursberechnung passt. Jetzt kommt der Backbord-Zack. Wir müssen stoppen, damit wir nicht zu nah rankommen. Ich hätte jetzt gern den Steuerbord-Zack. Der zackt ja gar nicht. Zackt der nicht? Will der nicht zacken? Dann schießen wir jetzt. 11.523. Hör mir auf. T3 klar machen. Frage Tiefgang. Dickes Ding. Dickes, dickes Ding. 12.846. Dann lassen wir auf 7,5 steuern. Doch, jetzt kommt ein Zack. Aber jetzt kommt er uns auch nicht mehr aus. 7,5 haben wir gesagt. Und los. So. Zerstörer ist hier vorne. Okay, gut. Gut. Das schauen wir uns natürlich an jetzt hier. Kamera auf den Tanker. Denby Dale heißt er, nicht Derby Dale. Komm, lass den treffen. Jawoll. Und? Muss ja voll sein. Der wird nicht leer aus Halifax auslaufen. Braucht der wirklich noch einen zweiten? Keine Folgeexplosion. Das gäbe jetzt normalerweise schon eine ganz schöne Fackel. Wir schauen mal. Scheint aber abzusaufen. Schwere Schäden am Rumpf. Schwer beschädigt. Wird, glaube ich, ist evakuiert. Okay, gut. Dann müssen wir hier keinen zweiten Aal verschwenden.
Und an dem werden wir einfach dann noch mit der Kanone fertig machen. Und dann müssen wir jetzt mal schauen, ob hier überhaupt noch lohnenswerte Ziele unterwegs sind. Das ist schon auch ein bisschen was Dickeres hier drüben, ne? Den hat man, glaube ich, schon angesehen. Also wenn, dann gehen wir noch auf ihn. Aber jetzt müssen wir erstmal unsere Haut retten. Müssen wir erstmal schauen, dass wir hier... Ja, oder wir tauchen halt hier mittendrin, aber dann ja, fährt der Konvoi auch davon. Hier sind wir eigentlich erstmal ganz gut aufgehoben, würde ich sagen. Oder wir verstecken uns einfach unter dem Dembidale. Hat ja in der Vergangenheit auch immer ganz gut funktioniert. Dann warten wir, bis die anderen abgezogen sind. Solange er jetzt nicht doch noch absäuft in der Zwischenzeit. Ich glaube, das ist gar keine so doofe Idee. Wir gehen einfach ein bisschen tiefer. Wir gehen auf 30 Meter. Und schippern genau hier drunter. Weil mit 3 Aalen übrig... Weiß ich gar nicht, ob wir hier nochmal dran gehen sollten. Wenn wir nur noch ein vernünftiges Ziel hier drüben haben mit ordentlich Tonnage, dann würde ich das eher noch aufbewahren. Denn wir wollen ja noch nach Halifax. Vielleicht finden wir da auch noch was. Wir haben außerdem hier drüben, hätten wir noch theoretisch was, hier noch was. Und der Rückmarsch steht uns ja auch noch bevor. Also ich würde dann eher noch ein bisschen haushalten mit den Aalen. Also jetzt wirklich nur noch schießen, wenn 100% Erfolg garantiert ist. Jetzt schauen wir erstmal. Wir manövrieren uns mal unter den rein. Schiffsschrauben über uns werden gemeldet. Dürften sich ja nicht mehr drehen. So, wir flutschen jetzt hier einfach mal unten rein. Ich meine, das hat schon funktioniert in der Vergangenheit. Alle Maschinenstopp, wir sind genau unter ihm. Irre wäre jetzt natürlich, wenn die Rettungsboote hier alle schön schnell wegpullen und die dann, die selbst die Außensicherung, den Tankern dann in die Luft jagt, dann wäre es für uns auch unangenehmst. So, Schleichfahrt. Blaues Licht. Frage Sauerstoff 75. Okay, jetzt sind wir genau unter dem Tanker. Da ist er. Ja gut. Das ist nicht so doof, ne? Oh, sinkt er? Ne, ich dachte schon, jetzt fällt er uns auf den Kopf. Ja, wird schon schief gehen, oder? Der sieht nicht so aus, als würde er jetzt so schnell untergehen, ehrlich gesagt. Ich schätze mal, das funktioniert sogar noch. Na gut. Dann wollen wir es für den Moment dabei bewenden lassen. Glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt. Wie es hier weitergeht, ihr seht schon, die haben sich jetzt schon auf uns ausgerichtet. Schauen wir mal, was die hier so veranstalten. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.